Endlich wieder Badewetter. Familie Sommer freut sich auf den Garten und vor allem auf den eigenen Pool. Doch Familie Sommer möchte nicht mehr warten, bis das Poolwasser nur durch Sonneneinstrahlung alleine auf eine angenehme Temperatur gekommen ist. Sie möchten jetzt warmes Wasser wie in der Südsee in ihrem Becken haben. Deshalb haben sie sich für die Solarrapid Premium Poolheizung entschieden. Doch wohin mit dem Kollektor? Soll er senkrecht am Zaun zum Nachbarn oder an einer Hausmauer angebracht werden? Oder schräg auf den Hang oder auf das Dach legen? Oder doch lieber flach auf die Wiese? Sie entscheiden sich, die Anlage flach auf den Carport zu legen und dessen komplette Fläche von ca. 8x3,50 Meter voll für die Wärmegewinnung zu nutzen. 3 Tage nach Bestellung wird der Bausatz für die Poolheizung geliefert, zusammen mit einer gut verständlichen Bauanleitung. Und schon legt Herr Sommer zusammen mit seinem Sohn los. Auf dem Boden wird der Kollektor montiert. Wellrohrverteiler und Wellrohrsammler geben die Breite vor. Es gibt sie in Standardlängen von 1 oder 1,5 Meter Länge. Sie können aber auch auf Sondermaße noch vor Ort angepasst werden. Die Verteiler und Sammler werden einfach miteinander verschraubt. Nun werden die Halteprofile im gleichen Abstand ausgelegt. Für 3,50 Meter Breite werden je ein Halteprofil mit 2 und eines mit 1,5 Meter Länge miteinander verbunden. Jetzt wird das Solar-Rapid-Rohr von der Rolle auf die Länge von 8 Meter geschnitten. In die Rohrenden kommen Spezialdichtungen und danach werden die Rohre auf die Nippel der Verteiler gesteckt. Im letzten Schritt werden die Rohre der Länge nach mit einem Klick in die Halteprofile geklipst. Fertig ist der Solar-Rapid-Kollektor. Der fertige Kollektor wird wie ein Teppich zusammengerollt und auf dem Carport wieder ausgerollt. Auf einer schrägen Dachfläche hätte Herr Sommer den Kollektor mit einem verzinkten Eisenrohr befestigt. Über die biegsamen Solar-Rapid 50 Leitungen wird der Kollektor mit dem Wasserkreislauf des Pools verbunden. Das Solar-Control-Ventil übernimmt die Steuerung, ob die Anlage ein oder aus ist. Das war es schon. Herr Sommer und sein Sohn haben alles alleine geschafft und weder die Hilfe von Monteuren noch Elektriker benötigt und eine Menge Geld eingespart. Nun aber heißt es Warmwassermarsch und den eigenen Südseepool genießen.